Was geht ab, ihr kleinen Julianators? Und willkommen zu keinem neuen Video. Okay, das könnte irgendwie schwierig werden. Heute gibt es nur Dinge, die ich sonst niemals sagen würde. Fangen wir an. Also, ich bin wirklich stolz auf unsere Menschheit, dass wir so intelligent miteinander umgehen. Das überrascht mich immer wieder. Bro, Mann, ich hab die chilligste Party der Welt abgecheckt mit den besten Chicas. Die wollen alle reinhaben, also bist du dabei, Bruder? Bro, ich weiß nicht. Lass uns lieber einen gemütlichen Abend zu Hause machen oder so. Bro, bist du irgendwie krank oder hast du Fieber? Der wahre Julian würde so ein Angebot niemals ausschlagen. Bro, du hast schon, es ist gerade in Videos mit Dingen, die ich nicht sage. Reisen ist nichts für mich. Ich chill am liebsten immer am selben Ort. Mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich wie PewDiePie oder wie Jesse Pinkman aussehe. Leute, ich habe mir wieder neue Sneaker bestellt für 1000 Euro. Guckt sie euch an, das sind wirklich die echten, die absolut echten habe ich mir bestellt. Das sind die Yeezy Pantoffel 374. Raus in die Natur gehen? Mag ich nicht, ich bleib lieber den ganzen Tag drin. Mein Merchandise ist echt der größte Scheiß. Da haben andere YouTuber viel billigere und qualitativ bessere Sachen. In der Schule habe ich die Hausaufgaben immer direkt nach der Schule erledigt, damit ich dann freie Zeit hatte. Serien sind so eine Zeitverschwendung. Wie kann man sich denn bitte mit fiktiven Charakteren identifizieren? In der Schule habe ich noch nie mit Lehrern diskutiert oder mich mit denen angelegt. Ich finde, man sollte sie als Respektperson nie hinterfragen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob eine Zombie-Apokalypse ausbrechen könnte. Immer diese Typen, die im Sommer den Frauen hinterher gucken. Warum müssen die immer so notgeil sein? Bogenschießen? Das ist doch was für totale Freaks. Blond bei Mädchen? Darauf stehe ich ja überhaupt nicht. Freunde, guckt euch diese Naht an. Daran sieht man, dass sie echt sind, diese Pantoffeln. Das sind wirklich die Yeezy 135 Pantoffeln, ja? Sogar vom Bobo Sample getestet, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Gruselige Orte zu entdecken nachts? Nee, davor habe ich viel zu viel Angst. Das neue Lochi-Album? Das habe ich mir als einer der ersten vorbestellt in der Box-Edition mit extra vielen Extras. Kuro? Wie kann man diesen aufgetretenen Kerl denn bitte gerne haben? Ich könnte nicht mal einen Tag lang mit ihm aushalten. Bro? Sei nicht so fies. Bro, du warst schon immer noch ein Video, ne? Oh, scheiße! In 3 Wochen erscheint mein neues Album Für immer Schlingel. Könnt ihr euch jetzt vorbestellen unter Amazon-Links in der Beschreibung. Wenn ich neue Leute kennenlerne, prahle ich immer als erstes damit, dass ich YouTuber bin. Was die Küche sauber machen angeht, bin ich extrem pingelig. Ich will, dass es immer blitz und plank ist. Ich liebe Katja Krasavitschs Charakter. Sie ist einfach so mega sympathisch. Mein Zimmer ist immer sowas von aufgeräumt. Du kannst sogar vom Boden essen, wenn du willst. X-Faktor? Ich habe die Sendung damals immer so gehasst. Wie kann man diese Mystery-Scheiße denn überhaupt feiern? Meine Lehrerin, die fand ich niemals heiß. Ich wasche meine Haare jeden Tag mit Bilou, weil ich es gerne mag, nach Donuts zu riechen. Also mehr soziales Experiment? Das war doch sehr gelungen. Ich mag total normale Menschen ohne Ecken und Kanten. Ich will, dass meine Freunde wirklich perfekt sind. Ich habe mich entschieden, meine Zuschauer bald nur noch Julianators zu nennen. Ich finde, das passt viel besser zu euch. Ach ja, das war's von mir. Die Welt ist gut und ihr braucht nicht auf euch aufpassen. Halt, Freunde. Ich lasse euch nicht ohne den wirklichen Endsatz gehen. So was würde ich doch niemals machen. Ich könnte nicht alleine in die böse Welt lassen, liebe Freunde. Also was mit Dingen von mir, die ich eigentlich nicht sagen würde, niemals im Leben sagen würde. Oh mein Gott, der Regen schlägt gerade gegen das Fenster. Ist richtig Tumblr hier gerade. Hört ihr den Regen prasseln? Er ist so laut wie meine Tränen. Wenn sie nachts gegen das... Okay, fuck mich hier! War nur ein kleines Video für zwischendurch, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Aber liebe Freunde, der wirkliche Endsatz, die Welt ist böse! Passt auf euch auf!